In der letzten Folge hat uns der Hyrule-König quasi überfallen mit der Mission, dass wir ganz Hyrule retten müssen. Denn, ja, seit geraumer Zeit wird hier wohl Hyrule von dämonischen Kreaturen heimgesucht. Und er ist der Meinung, dass wir der Richtige sind, um zu helfen. Beim Rubinkristall, das sind wohl die Sammelgegenstände. Das weiß ich nämlich auch noch gar nicht, wie das hier aussieht, aber scheinbar sind diese Rubinkristalle eben die sammelbaren Gegenstände. Okay, I like that. Hyrule-Ebene und wir müssen aber zum Pukiri Forest, genau. Deswegen würde ich dahin gehen. Oh, was ist das denn für einer? Der hat ja einen Bogen. What the fuck? Ich kann mich nicht mal irgendwie wehren. Nein, hau ab, du Irrer! Hallo, ist der krank? Was soll das? Piss dich, Mann. Okay, er sieht mich so blöd nicht mehr. Wald von Fione. Oh. Oh! Was ist denn hier los? Das ist das Kukiri-Dorf. Naja, zumindest das, was noch davon übrig geblieben ist. Hier sollte das Steier einzige Schwert des Helden der Zeit zu finden sein. What the fuck? Was geht denn hier ab? Ich find's krass, wenn man jetzt so plötzlich voll reingeworfen wird. Ne, der Anfang hat so voll friedlich begonnen. Und jetzt geht's hier richtig zur Sache. Von allen Seiten Angriffe und Monster und what the fuck. So, ich hol mir erstmal schnell das Schwert. Wenn es wie ein Ocarina of Time ist, dann ist es hier zu finden. Und die Mucke ist ja geil. Song of Feeling, aber in geiler Version. Oh, was ist jetzt los? Ah, jetzt geht hier so eine Tür auf. Ja, altes Kukiri-Schwert, da ist es. Nice, sogar mit Schlagsound. Epic! Oh, ich finde es so geil hier, dass es einfach so Ocarina of Time nachgebaut ist. Ich muss ja sagen, also ich weiß nicht, irgendwie Lieblings-Zelda oder so ist schwer zu sagen. Aber Ocarina of Time ist irgendwie schon das Lieblings-Zelda, ich weiß nicht. Es ist irgendwie das erste Zelda, was ich so richtig kennengelernt habe. Rein objektiv betrachtet ist es eigentlich nicht das Beste, aber irgendwie subjektiv, ich weiß nicht. Es ist so schwer. Es gibt so viele gute Zelda-Spiele, aber Ocarina of Time, es hat einfach was. Ich weiß auch nicht warum. Es ist wahrscheinlich, wenn man damit aufgewachsen ist, wie es den meisten von euch auch gehen wird, dann ist das so. So, ich kümmere mich echt gleich um Discord. Also, wenn ich den Talk noch einmal höre, also, es kann wirklich nicht sein. Ich habe mich auf offline gestellt. Also, oder es ist halt wirklich in der Musik. Wenn die sich jetzt geloopt hat, ich weiß es nicht. Mal schauen, wie. Nein, das ist nicht in der Musik. Okay, wir sehen uns gleich wieder. Okay, da bin ich wieder back. Discord ist, disqualifiziert. Nein, ist weg. Und ich habe jetzt auch meinen Timer gestartet. Das heißt, ich habe quasi extra Zeit, weil der Timer erst ab jetzt läuft. Ja, gibt's quasi die Entschuldigung dafür, dass ich Discord, anscheinend nicht gut genug ausgeschaltet habe. Ich wusste nicht, dass wenn man auf Offline gestellt ist, dass man die Dinger, die Sounds trotzdem noch hört. Also, keine Ahnung. So, hier wohnt Link eigentlich, ne? Was steht hier? Hier wohnt... Also alles kaputt gemacht, nur das Chaos übrig. Warst du das? Ha? Du warst es doch, oder? Komm, kratz ab, du blödes Kackvieh. Hallo? Ja, geht doch. Also die Musik ist sehr geil. Salias Haus. Oh. Verlorene Wälder. Alles durcheinander, ey. Was für Spasten hier. Die haben alles kaputt gemacht. Aber Bomben kann ich scheinbar noch nicht aufnehmen. Ja, die werden immer gedroppt automatisch. Okay, dann halt nicht. So, was haben wir hier oben? Nothing, doch. Ich habe das Gefühl, dass das da weitergeht. Deswegen erstmal hier noch ein bisschen umschauen. Im zerstörten Hyrule. Das ist so traurig, ne? Aus der Zwillinge. Ich finde es so geil, wie er wirklich alles originalgetreu aus OOT nachgebaut hat. Ich will nicht wissen, wie viel Arbeit das ist. Das immer alles so detailgetreu nachbauen zu müssen, das stelle ich mir richtig viel Arbeit vor. Vor dir liegt der Hain des Deku-Baums. Okay, awesome. Ah, wo kommst du her? Geisteskranke, hä? Komm, kratz mal richtig ab. Was haben wir hier? Nichts, haben sie alles abgerissen. Kukiri-Laden. Habt ihr nicht wenigstens eure Kasse noch da gelassen? Nein, alles wurde geplündert. Na, kann ich nicht stehlen. Traurig, aber war. Oh, wo kommt der Rubin her? Ich glaube, der wird nicht angezeigt. Strange.
Und da ist schon wieder so ein Knochen-Assi. Komm. Schön abkratzen. So, geht auch. Milos Haus, ja, auch wenn der Typ ein Arsch war. Ja, gleich umbringen hätten sie nicht müssen. What the fuck? Vor allem die Kokiris leben ja garantiert noch, weil die werden ja alle so alt, ne? Oh man, das ist schon sad. Weil die Musik dazu auch. Oh, ein dreckiger Schleim. Hau doch ab. Oh man, das ist so schade. Oh, die Musik ist so schön. Oh, komm, triffst du mich nicht. Song of Healing ist einfach übel geil. Sehr atmosphärisch. Und auch diese, ja, dieses orchestrale Arrangement gefällt mir extrem gut. Sehr nice. Übrigens habe ich gerade kurz mit dem Garnon geschrieben in der kleinen Pause und er meinte wohl, dass mit dem Redstone-Zeug aus Absicht, dass man gut sehen kann, wo die Ranges von denen. Okay. Kann ich verstehen. Wenn er das so gerne möchte, dann ist das doch cool. So. Ist da hinten noch was? Secrets? Ne, ich glaube, das haben die alles gestänzt. Die ganzen Assis. Okay, dann schauen wir mal, was gibt's hier. Oh, ah geil. Und die ersten eigenen Mobs hier. Boah, macht der Schaden. Bist du behindert? Hallo? What the fuck? Wie stark sind die? Sind mir ganz anderthalb Leben oder so. Boah, die sind geil, so geil animiert. Übel. Aber ich krieg halt gerade keinen Schaden mehr. Doch, jetzt. Hallo, Alter, warum ist er so stark? Das Kackviech. Hallo, Katz ab. Sehr geil, ich glaube, das hat der Pucki gemacht, oder? Bin ich sicher. Ist auf jeden Fall ein sehr cooles Skript, sehr cooler Gegner. Doch, das ist vom Pucki und du bist auch vom Pucki, oder? Nee. Aber du ähnelst dem Pucki. Nein, Spaß. Pucki wird eh so maximal triggert sein, das gab man mir, die mir früher gegeben hatten, sie nicht. Ah ja. Aber egal, so Pucki ruhig. Stimmt, ich sollte ja Pucki extra triggern, laut Garnon in dem LP. Das habe ich damit auch gemacht. Also schöne Grüße gehen raus an Pucki. Er darf sich getriggert fühlen. So. Schön. Was haben wir hier? Die Lost Words. Die freue ich mich auch schon. Ja, aber Zugang ist zu. Schade. Das ist so nice. Was ist hier? Pharos Haus. Und wir haben Pfeile. Aber noch keinen Bogen, leider. Und schon 145 Rubine. Das kommt mir schon sehr viel vor. Aber okay. Ohne Shop können wir halt nichts ausgeben. Aber macht nichts. Dann spare ich erstmal. Und schlag dann halt danach richtig zu, ne? Macht ja nichts. Oh, oh, geil, der Dekubaum. Ich meine, ist ja schon. Sorry. Ist ja schon OT gestorben. Aber sehr cool nachgebaut. Oh, der schaut richtig traurig, ne? Oh, Lana. Lana aus Hyrule Warriors, bist du's? Aber dafür ist sie ein bisschen zu sehr angezogen. Es ist so traurig, was hier geschehen ist. Stimme ich dir zu. Hier sollte eigentlich ein junger Sprössling stehen. Stimmt, man hat ja ein OT in einen Sprössling gestellt. Nein, sag bloß, der wurde weggetan. Nein, das kann nicht wahr sein. Eigentlich wollte ich das Dorf nur besuchen kommen, aber alle sind fort. Entschuldige, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Ich heiße Lana und komme von einem weit entfernten Land. Und bin gerade auf der Durchreise nach Schloss Hyrule. Wie heißt du? Link? Was für ein exotischer Name. Wieso bist du denn hier? Was? Der König von Hyrule will, dass du zum Schloss gehst? Ich habe gerade noch eine Erlaubnis für den Weg nach Hyrule bekommen. Okay. Aber ich glaube, du brauchst es eher als ich. Ja, gib her. Das ist gut aufbewahrt bei mir. Wenn das wirklich wahr ist, dann solltest du dich beeilen. Oh. Viel Glück.
Oh, was jetzt? Ah, hier, die Truhe. Und da haben wir Orange Dye. Geil. Wollte schon immer mal haben, Orange Dye. Ein kleiner Fehler, aber das macht nichts. Also, das sind voll oft so Fehler, die übersieht man so schnell. Das ist der Hammer. Da testest du alles und machst es relativ schnell durch, dann fällt dir sowas nicht auf. Oh, was habt ihr denn? Boah, ihr werdet so komisch lasermäßig blau. Alles klar. Also, der Dekobaum sieht sehr geil aus. Ich hoffe, da kommt man noch rein irgendwann. Ansonsten hätte er den ja nur gebaut für diese eine kleine Stelle hier. Das wäre ziemlich krass, muss ich sagen. Boah, geil. Das sieht wirklich cool aus, der Dekobaum. Sehr geil. Also, hat er sich wirklich richtig Mühe gegeben. Mega. Und die Musik dazu immer. Oh, das ist traurig hier. Ich mit meinem Commentary hier, ne? Mach ganz halt irgendwelche dummen Jokes. Wahrscheinlich alles kaputt hier. Gib mir das Secret, Mann. Rubinkristall. Ja, mal schauen, wie viel es davon gibt. Also, ich will dann nach Möglichkeiten schon 100% machen, vielleicht. Je nachdem, wie ich Bock habe. Aber wenn ich so an Cube zurückdenke, da habe ich dann am Ende ja sowas von Bock gehabt. Wobei, die ganzen Sternfragmente sammeln, nein, danke, da hatte ich dann nicht so Lust drauf. Aber zumindest die fehlen in den Dungeons und so, das, ja. Also, ich schau mal, wie ich Lust habe. Der Pookie macht bestimmt 100%, also wenn ihr bei dem, wenn ihr 100% unbedingt sehen wollt, dann beim Pookie auf jeden Fall, denke ich mal. Beim Flori weiß ich es nicht, aber kann mir es ja gut vorstellen. Und bei mir, je nachdem, wie ich Bock habe, ne, aber ich kann mir es auch vorstellen. Ich weiß halt nicht, wie viel es zusammen gibt und wie dreist die Verstecke sind. Mal schauen. Ich will noch nichts versprechen, ne? Sagen wir es mal so. Okay, aber dann sind wir, glaube ich, soweit erstmal durch hier im Kokiri Forest. Und können, ja, wahrscheinlich Richtung Hyrule, doch, Richtung Königreich uns begeben. Ich freue mich drauf. Ah, man kann auch nicht alle Gräser. Doch, kann man. Ich wollte gerade sagen. Doch, man kann alle Gräser machen. Okay. Kokiri-Wald. Und hier ist der Nebel wieder weg. Und die Rayman-Helikopter-Musik kommt wieder. Das klingt negativ. Nein, nein, die ist echt cool, die Musik. Die passt doch mega gut hier rein. Also bitte nicht falsch verstehen. Ich musste nur an Rayman's Helikopter denken. Was ist denn hier? Irgendwelche alten... Alten Ruinen und ein vollkommen geisteskranker. Was machst du hier? Komm, verpiss dich, Alter. Hallo. Junge, da kommen wir ein bisschen. Bisschen aus dem Nichts, ne? Oh nein, das ist so ein. Assiger. OP-Spaß mit Bogen. Ja. Hau bloß ab, du. Ah, da noch. Ich wusste doch, ich habe noch irgendwas gesehen. Dann was ist du? Ja, ja, komm. Schön abkratzen, ja. Okay, was haben wir hier? Hallo? Ah, lila Rubin. Jo, da gibt ja mega viel. Und ich habe jetzt keine Rubine mehr. Also, das doch, ich habe Rubine, aber ich habe zu wenig, um hier noch irgendwie mitnehmen zu können. Ja, dann tue ich mal ein paar in die Kiste hier rein. Und dann würde ich sagen, machen wir uns dann doch jetzt mal eher auf den Weg zu der Hyrule-Stadt, die es vielleicht gibt. Bevor ich hier noch groß weiter rumsuche, denn ansonsten finde ich noch mehr Rubine, die ich nicht mitnehmen kann. Also ich finde es ja schön, dass man schon schön viele Rubine kriegt. Das ist ganz nice. Wo müssen wir hier in Hyrule-Ebene? Ja. Die Erlaubnis haben wir jetzt auch. Oh, der ist da oben gefangen. Sad life. ich will hier nicht so durchsprinten. Das sieht einfach geil aus. Das hier sieht übel geil aus. Oha, wie cool. So eine richtig coole Schlucht. Das sind, glaube ich, die Lost Woods irgendwo. Und mega gut. Voll geil. Also bauen kann der Ganon. Das kann man ihm nicht verübeln. Alter, sieht das so geil aus. Hyrule-Ebene. Ich mag auch das mit den Schildern hier. Boah. Was leckt das so rum hier? 5 Frames. Läuft. So. Was ist das denn hier? Das sieht ja interessant aus.
Sieht irgendwie so aus wie so ein altes Skelett oder so, aber da es aus Holz ist, macht das eigentlich keinen Sinn. Ich finde noch mehr Rubine. Oh no. Ich habe schon so viele Rubine. Okay, Royal, das nehme ich gerne mit. Rubinfragment. Genau. Okay, hier muss ich, glaube ich, jetzt die Dingens abgeben, ne? Dann mache ich das doch mal. Ich hoffe, die Legs. Ah. Hey, Kleiner, die große weite Welt ist nichts für kleine Zwerge. Außerdem brauchst du eine Erlaubnis vom King. Habe ich, mein Freund. Habe ich. Diese bekommst du nur beim Dorf der Giga oder wenn du einen Meister triffst. Also nie und nimmer. Okay, komm runter, Mann. Nimm weniger Drugs. Ja, geh nach Hause, Mann. Verpiss dich, Spaten. Ja, ja. Du mich auch hier. Komm, zeig mal, schau mal hier. Was? Ja, ja. War klar, dass der Typ das nicht glauben kann. Und das ist die richtig geile, große, riesengroße, alter, hylianische Steppe. Boah, sieht das geil aus, Junge. Holy moly, das ist übel geil. Und vor allem vergleich das mal mit Zelda Adventure. Ich nehme jetzt extra Zelda Adventure, weil ich habe die letztens noch mal ein bisschen angeschaut, also nicht gespielt, sondern ein bisschen mit Debug. Und die hylianische Steppe dort ist zwar riesengroß, aber komplett leer und sieht einfach, ja, lieblos aus. Und das hier ist so schön detailreich und du bist ein ist halt nichts. Ja, also das sieht einfach richtig schön detailreich aus. Das ist einfach geil. Es ist gefüllt, es ist lebendig, es ist bunt, es ist einfach schön, ja. Das ist doch geil. So, was haben wir hier? Anschlagstafel. Von oben nach unten lesen, okay. Auftrag. Irgendwelche riesigen Steine sind Geschäft. Bring mir alles vom Monster, was du hast. Auftrag. Meine Schwester braucht Hilfe. Auftrag. Helfen Sie uns. Irgendein Monster. Alter! Bist du dreist? Also dreist sowieso, aber Behinderte wird's mehr passen, glaube ich. Auftrag. In der Bibliothek. Aufgetaucht. Kann sich darum jemand kümmern. Zu meinem Shop. Ach so, hier. Ich bin zu dumm. Ich bin dumm. Aua. Es war der Kopf auf dem Tisch. Das tat weh. Okay. Also ich bin behindert. Hier steht extra von oben nach unten lesen. Und was mache ich? Von links nach rechts lesen. Ja, moin. Okay. Also, Auftrag. Irgendwelche riesigen Steine sind aufgetaucht. Kann sich jemand darum kümmern? Hallo, was willst du? Verpiss dich doch mal. Bist du behindert oder was? Also, da ist irgendwas im Shop noch. Meine Schwester braucht Hilfe bei der... Bei Interesse geht zur Feenquelle. Okay, Auftrag, helfen Sie uns. Irgendein Monster ist im Brunnen von Kakariko. In der Bibliothek von Hyrule-Stadt geht etwas vor sich. Also, Gano hat extra geschrieben, er hat nochmal alles auf Rechtschreibfehler überprüft. Ich habe schon 100.000 andere Rechtschreibfehler gefunden und bisher nichts gesagt. Ich kann das auch gut verstehen. Ich meine, er ergibt sich mir. Also, ich werde ihn nochmal fragen, ob ich nochmal gegenlesen soll. Ich mache das gerne, ne? Ist kein Problem. Ich nehme mir da die Zeit und korrigiere das. Ich meine, ich bin jetzt selber nicht der übelste Rechtschreibe-Pro. Gerade was zur Substantivierung und so eine Scheiße angeht, habe ich ja auch keine Ahnung. Aber zumindest so ein paar grundlegende Sachen, die schon schnell auffallen. Kann ich, denke ich, schon verbessern. Also würde ich anbieten. Ich meine, wenn er nicht will, dann halt nicht. Aber würde ich machen, ja. Geht natürlich erst, wenn ich die Map so quasi durchgespielt habe. Was ja vielleicht vor Release sein wird. Und dann kann ich nämlich... Ne, weil sonst spoilere ich mich da. Dann natürlich, wenn ich die ganzen Texte jetzt schon sehe. Das wollen wir nicht. Jack und... Was? Alter, diese dummen Drecksviecher. Die hat gerade noch extra hier eingebaut, um mich zu triggern, oder? Kannst du mir nicht sagen. Komm, hau ab, ey. Zurück in den Zoo, wo du hingehörst. Abenteuer. Wie viele auch da kommen, ne? Das war wohl ein Scherz. Aber ich glaube, es ist schon so ein bisschen auch Breath of the Wild inspiriert, dass hier immer so viele Ruinen sind und so. Oh, was ist das denn da? Das sieht ja übel zick aus. What the fuck? Was ist das denn da? Boah, verpisst euch doch mal, ey. Die gehen mir so auf den Sack, die Viecher. Boah, was wollt ihr, Mann? Haut doch mal ab! Komm, hallo, verpiss dich! Ey, geh so verdauen, du dummes Drecksviech, ey, Mann! Geh so auf den Sack, die Viecher!
So, das könnte jetzt aber schon eher so ein Gerüst oder so sein. Also das sieht übelzig aus. Das ist irgend so ein Riesenhaus oder so. Boah, es gibt so viel zu erkunden hier, ne? Ich bin so hyped. Ich bin so hyped auf die Map, das könnt ihr euch nicht vorstellen. So, wir geben erstmal Hardgas. Dass mir diese Fledermäuse nicht mehr auf den Sack gehen, denn die sind schon hart nervig. So. Okay, ich würde sagen, dass wir nämlich erstmal zu der Hyrule-Stadt gehen, weil ich möchte meine ganzen Rubine erstmal loswerden, gerne. Sei nicht so ein Lappen. Ich will nicht in den Krieg. Ja, aufmunternde Worte, das ist doch schön. Magier, was bist du denn für einer? Der sagt gar nichts, aber hat grüne Augen, das ist schon mal sehr strange, spricht für einen Magier. Ach ja, ich finde, das ist sehr detailreich gebaut hier, muss ich mal sagen. Also sehr schön. Wirklich sehr schön. Gerade das hier. Sieht einfach schön aus. Also hier auch mit den ganzen Zelten. Es wirkt halt wirklich voll, ne? Es wirkt nicht so leer. Das ist wirklich sehr geil. Manche Weiber sehen so geil aus, Mann. Konzentriere dich bitte auf die Arbeit. Hey, das ist mein Spruch. Was? Okay, ich merke schon. Die Leute sind hier. Wobei, wo hat er hier denn überhaupt irgendwelche Mädels gesehen? War das er hier? Ja, ne? Ne, das war. Ah, das war der Lappen. Okay, okay. Übrigens an alle Zuschauer, die hier neu sind, ich bin nicht sexistisch oder so, also bitte nicht zu ernst nehmen. Aber ich glaube, das ist eigentlich klar, oder? Ich weiß ja nicht, falls irgendjemand Neues dabei ist, der mich noch nicht kennt, kann das, glaube ich, sehr komisch wirken. Ja, also lasst euch hoffentlich nicht davon beirren. Ich bin gerne mal etwas sarkastisch. Okay. Was ist das? Oh. Na, aber ich lasse es. Denn wir wissen, ich gehe jetzt erstmal in die Stadt zu den Shops. Ist mir jetzt egal. Ich muss das hier leider skippen. Ich will es nicht skippen, aber ich muss. Sagt mir nichts, ne? Aber ich hab's die Sprache verschlagen. Na gut, dann jetzt in die Stadt. Beziehungsweise nicht jetzt, Leute. Sondern im nächsten Part erst. Ja, schade, ne? Und für mich leider erst morgen. Ich würde jetzt so gerne weiterspielen, aber. Leider. Oh, hallo. Leider, muss ich morgen relativ früh raus. Deswegen geht das nicht. Aber ich werde morgen wahrscheinlich direkt weiter aufnehmen, weil ich habe so Bock hier. Oh, fuck. Und will unbedingt weiter zocken. Deswegen geht es für mich morgen weiter, für euch vielleicht auch morgen. Ja, mal schauen. Die Parts sind wahrscheinlich alle vorproduziert. Also mal schauen, vielleicht, je nachdem, wann er die Map rausbringt, halte ich es nicht für unwahrscheinlich, dass ich Spectre vielleicht fertig aufgenommen habe, bevor die Map überhaupt rauskommt. Das wäre irgendwie witzig. Aber ja, mal schauen. Wie gesagt, für mich morgen, für euch vielleicht auch. Ich hoffe ja. Und ihr hofft vielleicht auch ja. Naja, wir sehen. Wir sehen. Nein, wir werden es sehen. Also bis zum nächsten Mal, Leute. Lasst gerne ein Like da und dann haut rein. Es sieht geil aus.